Und wenn du es nach vorne reißt, meinst du, bringst du das Schlechte mit nach vorne? Princess, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, falls du neu bist. Ich bin der Himmer und das ist mein YouTube-Kanal. Falls du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du dich unserer kleinen Familie anschließen würdest. Auf meinem Kanal reden wir hauptsächlich über Skincare, wir haben manchmal Girls Talk oder wir reden über Sachen, die mir oder dir einfallen. Und wenn sich das noch etwas anhört, was dir gefallen würde, dann würde ich mich freuen, wenn du dich unserer kleinen Familie anschließen würdest. Heute reden wir über weibliche Hygiene. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video dazu gemacht und dachte, ich mache jetzt Teil 2. In dem einen Video habe ich gesagt, was ihr machen solltet oder was ihr wissen solltet, wenn es um eure weibliche Hygiene geht. Und jetzt mache ich ein kurzes Video darüber, was ihr nicht machen solltet, wenn es um eure weibliche Hygiene geht. Mit weiblicher Hygiene meine ich die Stelle da unten. Und falls ihr noch andere Stellen beschreiben oder bearbeiten wollt, wie die Stelle hier oben, oder so, wie man das am besten pflegen kann und ja, was man da machen kann, werde ich euch gerne behilflich sein. Aber heute reden wir über die Sachen, die man da unten am besten nicht machen sollte. Es ist ein kurzes Video. Ich habe jetzt nur 3 Sachen aufgeschrieben. Was ihr halt im Hinterkopf behalten solltet, ist, dass euer Körper sehr, sehr schlau ist. Euer Körper ist meistens sogar schlauer als ihr selbst. Der menschliche Körper an sich ist so perfekt konstruiert und ist so genial und so selbstständig, dass man als Mensch eigentlich nicht so viel machen muss. Eigentlich muss man gar nichts machen. Du musst erstmal wissen, dass dein Körper, besonders dein Vaginalbereich, halt sehr, sehr schlau ist und sich sozusagen selbst reinigen kann. Das heißt, es macht alles selbst. Es reinigt sich von selbst. Wenn irgendwas ist, es reinigt sich von selbst. Und das ist eine Sache, was ich nicht oft genug sagen kann. Dein Vaginalbereich reinigt sich selbst. Ich sehe so viele Leute, ich höre so viele Geschichten, dass Leute Seife benutzen, um da unten zu reinigen. Und es ist nicht nötig. Du musst das nicht mit Seife reinigen, weil es nicht nötig ist. Du zerstörst eher dein pH-Bereich, wenn du mit Seife reinigst. Weil dein Vaginalbereich ist sauer. Es hat einen sauren pH-Wert. Und es ist sauer, weil es somit die Bakterien besser töten kann, besser angreifen kann. Und wenn du dann auf Schlaumeier machst und dann Seife da unten machst und reibst, Seife ist alkalisch. Und deswegen geht es dann nach und nach zu der alkalischen Seite. Und deswegen kann es dann die Bakterien nicht mehr gut abtöten. Und deswegen neigst du dann zu Krankheiten, zu Infektionen, was vorher gar nicht entstanden wäre, wenn du nicht meintest, dich einzumischen. Deswegen, wenn du unten sauber machen willst, vor allem drinne, dann bitte nur mit Wasser. Wenn du unbedingt Seife benutzen kannst, dann nur rumherum, halt nur außen, da wo die Schamlippen sind, nie drinne. Verwende nie Seife drinne. Das zweite ist keine Parfums, Puder oder sonstige komische Geschichten, die ich gehört habe, dass Frauen es da machen. Bitte, dass du neigst dann an Infektionen, weil du denkst, Parfüm unten zu machen. Erstens, jeder von uns hat seinen eigenen Geruch unten und es gibt nicht einen Geruch, wie du unten riechen solltest. Und deswegen ist es total unnötig, unten Parfüm zu sprühen oder halt Seifen zu benutzen, wo Parfüm drinne sind. Das brauchst du nicht. Das brauchst du wirklich nicht. Du riechst unten so gut, wie du riechen solltest. Man kann hier und da mit Obst und Gemüse, mit Wasser und dies und das es schaffen, es süßlicher zu machen. Aber es gibt nicht diesen einen Geruch. Und es gibt verschiedene Gerüche. Es gibt nicht diesen normalen Geruch. Wenn du da unten dann anfängst zu stinken, dieses Hardcore-Fischgeruch, was ich halt hin und wieder höre, was ich halt immer noch nie gerochen habe, aber das, was man halt hört, dann leidest du meistens an einer Pilzinfektion. Und dann gehst du einfach zum Frauenarzt, die verschreibt dir etwas und dann ist es auch wieder gut. Deswegen, egal wie du da riechst, es ist gut, wie es ist.
Ja, deswegen, du musst kein Parfüm dahin, also du musst da kein Parfüm sprühen, weil du denkst, dass du da wie, was weiß ich, auch riechen musst. Und das Dritte ist, dass wenn du aufs Klo gehst, dann reib immer von vorne nach hinten. Ich glaube, das ist etwas, das voll viele nicht wissen, weil viele, okay, ich war auch so, bevor ich es erfahren habe, nachdem sie auf Klo gegangen sind, reiben die halt von hinten nach vorne. Und das ist halt nicht gut, weil hinten sind halt die ganzen Bakterien und das Schlechte sozusagen. Und wenn du es nach vorne reißt, weißt du, bringst du das Schlechte mit nach vorne. Und das ist etwas, was halt nicht passieren sollte. Ja, das ist das Ende vom Video. Ich habe dann sonst nichts. Falls dir was noch einfällt, dann schreib unten in den Kommentaren. Falls du noch Fragen hast, dann schreib es unten in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, dann vergiss nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Video. Ciao.